am Stand vom Verlag Luchterland treffe ich die Autorin Angelika Overath. Ich möchte mehr wissen über Freiheit und Suche im Leben. Ja, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke, dass Sie da sind. Genau, treffen wir uns auf der Buchmesse. Ja. Ja, bevor ich zum aktuellen Buch komme, ein Blick zurück. Ein Winter in Istanbul. Das Buch führt ja Ihre Leser nach Istanbul. Hier entdeckt, klar heißt der, ne? Klar, genau. Ja. Eigentlich Nikolaus aus der Schweiz, mit dem Kennenlernen des türkischen Kellners Baran eine neue Seite an sich. Welche Welten treffen hier aufeinander, religiös und von der Kultur her, diese beiden Menschen? Ich denke, klar kommt aus der behüteten Schweiz. Er ist ein saturierter Engadiner, Lehrer mit Rentenanspruch und allem. Und er hat da eine kleine Verlobung, die ihm nicht ganz geheuer ist, und er nimmt sich eine Auszeit. Also Alba ist Anfang 30, sie sind verlobt, Alba möchte Familie und alles und Kinder kriegen, und er hat Angst auf einmal. Also er ist älter, er ist Mitte 40, nimmt sich die Auszeit in Istanbul und lernt dann eben Baran kennen, diesen Kellner mit türkischen und griechischen Wurzeln, der aber Deutsch kann, weil seine Eltern im Ruhrgebiet gearbeitet haben. Und die beiden Männer kommen unter verschiedenen Voraussetzungen zueinander. Der Engadiner Lehrer, klar, der hat jetzt sieht in Baran einen Stadtführer, der ihm Istanbul zeigt, weil er kein Türkisch kann. Und Baran ist so ein Lebenskünstler, so ein Draufgänger, der hat was mit Männern und mit Frauen, und dem kommt dieser kleine Engadiner Lehrer gerade recht, so zum Vernaschen erstmal. Und das Ganze kippt, weil die verlieben sich wirklich ineinander. Und als dritte Figur ist dann eben noch Alba, die Verliebte, die dazukommt. Und dann passieren einige Verwicklungen, die natürlich vom Knoten her auf den Glutkern aller meiner Bücher treffen, nämlich Toleranz. Und dieser Nikolaus von Kues, über den Klar schreibt, das war ein früher Lessing. Also es war ein Universalgelehrter des Mittelalters, einer der frühen Männer, die sich mit dem Islam auseinandergesetzt haben, der auch den Koran gelesen hat. So. Und was sind das jetzt so für Welten? Also religiös ist das eine, und die Kultur? Denn das ist jetzt durch den Beinen einfach auch ein bisschen schwierig, glaube ich, wie die zusammenkommen. Also klar ist zum ersten Mal in der Türkei, er ist zum ersten Mal in einem Hammam, er hat zum ersten Mal eine Liebesnacht mit einem Mann, also da kommt für klar viel, viel zusammen, erstmal sehr viel mehr als für Baran. Aber Baran, der immer unterwegs war zwischen Istanbul und Thessaloniki in den Clubs und der auch als alles gearbeitet hat, der war Taxi gefahren oder Baby gesittet, und was er gemacht hat, gerne ist übersetzt. Und er findet in diesem Intellektuellen klar jetzt auch eine anspruchsvolle Lebenswelt, und klar lässt ihn ein in diese Welt. Ja, Sie haben es schon gesagt, in der Schweiz lässt klar seine Verlobte zurück, und die Geschichte geht dann mit dem Buch Unschärfen der Liebe, was jetzt erschienen ist, weiter. Baran steht jetzt im Mittelpunkt. Ja. Sie haben es schon ihn kurz beschrieben, was ist er so für ein Mensch? Er ist ein Heimatloser. Also er hat griechische Wurzeln, er hat türkische Wurzeln, er hat eine Weile im Ruhrgebiet gelebt. Ich glaube, er sucht sich. Irgendwann gibt es mal eine Passage im Buch, da fragt er, bin ich bindungsunfähig? Es ist er nicht. Aber er hat bis jetzt noch niemanden gefunden, an den er sich binden möchte. Und klar gibt für ihn jetzt die Perspektive. Vielleicht nochmal zum Aufbau. Es ist ja eine Trilogie. Der erste Band, Ein Winter in Istanbul, spielt in Istanbul. Wir lernen Istanbul kennen. Der zweite Band, jetzt hier, Unschärfen der Liebe, handelt zwischen Chur und Istanbul. Und zwar, die Handlung ist im Zug. Die verschiedenen Etappen durch den Balkan. Und diese Geschichte ist aus der Perspektive von Baran erzählt, der überlegt, was war jetzt eigentlich mit Klar? Klar betrügt ihn mittlerweile, weil er eben das neue Leben als der Homosexuellen kennengelernt hat. Und Baran hat sich in Alba verliebt. Sie haben den Sommer zu dritt mit Alba und dem Mädchen verbracht. Und der dritte Band wird dann in Chur spielen, und der wird aus der Perspektive der Frau erzählt sein. Das Buch heißt Albas Antwort oder Der Weg zur Leichtigkeit. Und ich werde mich fragen müssen, ja, wie leben Menschen jetzt mit einem Kind, vielleicht gibt es dann auch zwei Kinder, mit verschiedenen sexuellen Orientierungen, in verschiedenen Kulturen, wie kommen die miteinander aus?
Oder können Sie, haben Sie eine Chance? Genau, am Ende sind es also drei Perspektiven. Ja. Genau. Nochmal zu Klar zurück, wie ist er denn jetzt in seinem neuen Leben in Istanbul angekommen? Sie haben schon gesagt, er kostet das Leben jetzt aus. Ne? Und ja, und er ist ein Intellektueller, er war Religionslehrer, das heißt, er kann mit griechischen und lateinischen Texten umgehen. Und er wird jetzt oft angefragt für irgendwelche Ausstellungen, die sich mit Byzanz beschäftigen, oder er ist auch in verschiedenen Kulturinstitutionen unterwegs. Also Geld verdient er an einem Privatgymnasium, aber ansonsten ist er schon ein bisschen angekommen in Istanbul. Sie haben es ja schon gesagt, es spielt sich eben alles während einer langen Zugfahrt ab. Waran blickt zurück, reflektiert sein Leben. Und was hat Sie da so inspiriert, von einer westöstlichen Fahrt durch den Balkan zu schreiben? Ich denke, das hat wieder etwas mit dem Toleranzgedanken zu tun. Wenn wir so im Zug sitzen, die Landschaft ändert sich nach und nach. Wir sehen erstmal keine Grenzen. Das sind halt Kornfelder. Er beginnt in Chur im Rheintal, da ist das Kalandermassiv noch schneebedeckt. Er fährt dann weiter, es wird immer grüner, es wird wärmer und er kommt dann in Istanbul im Süden an. Aber das ist kein plötzlicher Bruch. Und so denke ich auch wenn wir von verschiedenen Ländern herkommen, es müssen nicht immer Brüche sein. Mich interessieren die Übergänge, mich interessiert auch das Hinterland, mich interessiert nirgends die Front. Und deswegen fand ich auch so eine Zugfahrt interessant. Man sitzt dann zum Teil in Lokalzügen, da steigen Leute ein, erzählen ihre Geschichten, steigen wieder aus. Und irgendwo schreibe ich, Zugfahren ist auch demokratisch, weil man sieht Dinge, die man sonst nicht sieht. Man kommt sehr nah an Menschen, an die man sonst nicht nahe kommt. Man teilt ja einen Lebensraum in einem Zug für eine Weile. Also es geht quer durch den Balkan, das sind verschiedene Kulturen, das beschreiben Sie auch immer wieder. Welche Quellen konnten Sie da nutzen? Ich habe die Frage... Welche Quellen Sie nutzen konnten für Ihre... Also Sie, wenn Sie jetzt durch den Balkan gehen, weil Sie beschreiben ja dann... Na, ich habe die Fahrt mehrfach gemacht. Also ja. Ich habe sie einmal gemacht, wegen Corona, einmal gemacht mit dem Zug bis Zagreb und dann mit einer Freundin einfach die Gleise entlang. Wir haben Bahnhöfe fotografiert, wir haben in den kleinen Gasthofen gegessen. Das ist Recherche, alle meine Bücher sind Recherche. Und dann bin ich eben, als man nach Corona vorbei war, mit dem Zug selber gefahren, alleine. Aber ich habe natürlich auch Bücher konsultiert, es gibt ja genug Literatur zur Türkei. Und ich habe auch 3 Jahre mal in Griechenland gelebt. Ich weiß auch einiges über den griechisch-türkischen Bevölkerungsaustausch. Es sind viele Geschichten, über die ich schon viel nachgedacht habe, die mich interessieren und die jetzt so wie in einem Brennglas in diesem Buch zusammenkommen. Ja, noch 2 Fragen zum Schluss zu Ihnen als Schriftstellerin. Ich habe gesehen, Sie leben ja in Ihrer Wahlheimat Schweiz. In einem kleinen Dorf auf 1450 Metern. Ich lebe am Ende der Welt. Am Ende der Welt, das ist ja schön. Genau. Und Sie geben da auch Schreibkurse, das fand ich spannend. Ja, wir haben eine kleine Schreibschule, es ist Schreibschule Send, aber sehr klein. Ein kleines Klassenzimmer, es gibt 8 Tische, also wir sind unter uns. Das ist schön. Was bedeutet für Sie gutes Schreiben? Was ist da wichtig? Naja, dass man überlegt, warum man schreibt. Wenn ich einen guten Grund habe und wenn ich schreiben will, dann lerne ich das auch. Und sicher, es gibt Fehler, die alle machen. Und da kann man darauf hinweisen. Und man kann auch sagen, ach, es gibt viele, viele, viele Hinweise. Aber das Wichtige bei uns ist, dass jeder sein darf, wie er will. Und wir gucken, wo ist jemand begabt, was kann er und was könnte er noch lernen. Aber es gibt in unserer kleinen Schreibschule nicht einen Stil. Sondern ich gucke immer, wo kommt ein Text her und wo will er hin. Und das andere ist ja dann Sprache. Sie haben jetzt eine andere Sprache kennengelernt. Was ist denn so das Besondere an Sprache? Das haben Sie ja auch geschrieben auf Ihrer Seite. Ja, Sprache ist für mich Heimat. Ich meine, ich komme, meine Mutter war aus dem Sudetenland, meine Oma auch. Ich bin aufgewachsen mit traumatisierten Eltern, 2 traumatisierte Flüchtlingsfrauen, mein Vater an der Ostfront in Russland. Bei uns wurde nicht gesprochen und wenn gesprochen wird, wusste ich, ich habe eigentlich kein Vaterland. Ich habe als Heimat die Sprache. Da bin ich zu Hause und da möchte ich auch gut zu Hause sein. Und jetzt gerade in der Schweiz
habe ich begonnen, Rätoromanisch zu lernen. Das ist die vierte Schweizer Landessprache. Einfach um auch da in der Sprache zu Hause zu sein. Habe ich das jetzt beantwortet? Das ist gut, ja, ja, genau. Das war wichtig. Nee, aber ich fand das interessant, wie Sie so über Sprache nachdenken. Ich hatte das in einem Interview gelesen. Ja. Weil das stimmt schon, dass es eben Heimat ist, weil wenn Sie sagen, Sie hatten ja keine Heimat, die war ja nicht mehr da, von Ihren Eltern, Großeltern, ja. Dann hat man aber wenigstens die Sprache. Ja, genau. Und ich meine, meine Mutter hat immer gesagt, zu Haus, zu Haus. Und ich habe nie begriffen, weil ich dachte, ich bin da geboren in Karlsruhe, das ist doch mein Zuhause. Aber das gilt nicht, da war ich ja nur geboren. Es war nicht meine Heimat. Die Heimat wurde mir vermittelt, die ist das Sudetenland. Und das ist eine schwierige Situation. Gut, über das nächste Buch haben wir schon gesprochen. Das liegt also schon fast druckfertig? Nein, will noch recherchiert sein, ja. Ich weiß auch noch nicht genau, was meine Figuren machen. Ich muss denen noch mal ein bisschen zuhören. Denen müssen sie noch zuhören, das ist interessant. Nicht drüber nachdenken, sondern sie müssen ihren Figuren zuhören. Ja, schön. Dann danke ich Ihnen fürs Gespräch, war sehr interessant. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, das ist schön. Und dann ja, viel Erfolg mit dem Buch. Dankeschön, danke.